So. Und weitergehoppelt in Knights of the Old Republic. Den Spiel mit Jedi-Akademien und wir sind anscheinend böse. Oder gut. Und da vorne steht Lotse Crash. Nee, Cash. Ja, Mensch. Seid nicht Besitzer von Ibn Haag? Ich dich von Bord gehen sehen. Wer will das wissen? Name ist Lotse, aber das ist nicht wichtig. Ich kenne euch nicht und ihr kennt mich nicht. Wichtig ist, dass schon wir 4 Wochen auf Ladung warten. Wir dankbar sein, dass Ladung auf Taris nicht flöten gegangen, oder? Naja, jetzt aber her damit. Ich habe nicht ewig Zeit. Ah, er möchte Schmuggelware von mir haben. Er wartet schon seit 4 Wochen auf mich, der gute Lotse Dingsbumt. Jetzt muss ich ihn leider öffnen, dass ich die Ware nicht habe, oder? Ich habe mich offensichtlich mit jemandem verwechselt. Moment, ihr nicht für Arbeiten für Davik? Mir kommt es vor, dass ihr jetzt eben Hawk fliegt. Tja, ich nehme an, dass Davik tot ist. Ich habe eben Hawk gestohlen. Tja, wenn ein Planet explodiert, hat man mit Veränderungen zu rechnen. Davik tot? Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen? Wir hatten vereinbart, dass er mit ihm Hawk ein paar Gewürze schickt. Vielleicht ist das Zeug ja an Bord. Es könnte ein Behältnis sein, den ihr mitgegeben habt. Verschlossen und mit Code zu öffnen. Habt ihr das gute Stück zufällig gesehen, Mensch? Ja, das könnte ich das Ding suchen. Hervorragend. Stellt den Code auf Behälter auf Red 47. Sobald ihr Gewürz habt, bringt es her. Ich warte auf euch. Okay, ich muss reisen. Okay. Red 47. Das klingt übrigens irgendwie eher wie großer Badabum, ne? Aber da ich ja die Macht des Quicksaves habe. Vor allem wäre es nicht klüger, wenn ich den ganzen Behälter zu ihm rüberschleppe und er das Ding selber aufmacht. Aber habe ich welche Dinger, die nicht aufgehen? Ja, das kann eigentlich nur schief gehen, oder? Warum ist das Schiff eigentlich so gelandet, dass der Eingang auf der anderen Seite ist? Ich finde es schön, wie er das komplett... Also, weißt du, er ignoriert das einfach so. Ah, oh, naja, dann... Na, Veränderungen kommen vor, ne? Schönen Tag noch. Was macht dieser Mechaniker da eigentlich? Ihr seid noch immer am Raumhafen? Fliegt ihr bald ab? Oh, ich habe das kleine Schiff... Mir war klar, dass wir irgendwann... Ihr müsst... Okay, gut. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht irgendwie verhören, den Typen, dass er irgendwie mehr weiß über die Ibn Haag als alles andere. Dass er vielleicht irgendwie... Ich traue den Leuten hier auf jeden Fall nicht. Das sind alles Verräter. Wie komisch, dass die Charaktere immer doppelt rumstehen. Ja, nee, das ist der Steuer. Und irgendwo war doch hier so ein... Hier. Quick Save. Hier bekommst du Lebensmittel und Vorräte. Metallkiste. Plastikzylinder. Ah, was? Sektor? Dieser Geheimraum ist noch immer abgesperrt. Zugangscode Red 47. Achso, den hätte ich schon viel früher entdecken können. Der Geheimraum ist jetzt offen. Gewürz. Das gute Spice. Das braucht man, damit die Navigatoren gut durch den Hyperraum kommen. Man findet es nur auf Arrakis. Ah ne, war das falsches Universum. Ja, wieder mischen, wieder Card. Obwohl es wahrscheinlich mit Yuhani interessanter geworden wäre. Die beiden reden zumindest darüber. Obwohl eigentlich... Moment, ich glaube, ich nehme mal anstatt mischen, nehme ich einfach mal Yuhani mit und gucken, was die so zu sagen hat. Habe ich jetzt Yuhani bei? Nee, ups. Gruppenauswahl, mischen weg, Yuhani mit. Ja, mal gucken, ob dieses irgendwie kommentiert, das ganze Elend hier. Wer ist er? Seid gegrüßt, Mensch. Habt ihr kurz Zeit? Es geht um den dunklen Lord der Sith. Wir kaufen nichts. Ich bin der dunkle Lord der Sith. Schön. Das ist ein gutes Gespräch. Ach so, es geht um mich. Naja, gut. Ja. Wer bist du denn? Hört mir zu, dann wollte ich alles klar sein. Mein Name ist Siagrom. Ich bin ein Geschäftspartner. Mein Partner und ich handeln mit seltenen Artefakten. Wertvolle, mächtige Artefakte. Ihr gehört zur Exchange. Aber nicht doch. Wir sind unabhängige Händler. Aber natürlich machen wir gelegentlich mit der Tauschhändler Geschäfte. Traditionell arbeiten wir mit den Besitzern der Ibn Haag zusammen. In letzter Zeit war da das David Kang. Vorhin ein gewisser Aita Otta. Davor Fori Haxa. Aber ihr seid anders. Ihr habt keine Verbindung zur Tauschhändler. Das ist dein Problem. Schlimmer noch, ihr seid ein Jedi. Nicht die Art Kunde, mit dem wir normalerweise Geschäfte machen. Woher weißt du, dass ich ein Jedi bin? Woher kennt ihr meine wahre Identität?
Die Ebenhawk wurde in verschiedenen Systemen gesichtet. Wir wollten wissen, was ihr vorhabt. Also habe ich euren letzten Aufenthalt auf diesem Planeten einen Sender auf euren Schiff versteckt. Na klar! Das, dank des Senders wussten wir von eurem Problem mit den Leviathan. Als wir davon erfuhren, haben wir ein paar Quellen innerhalb der Sistors angesapft. Alter, als ob! Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer die Außenhülle überwachen und alle Mechaniker. Vor allem, weil die Hälfte meiner Crew bleibt ja auch im Schiff. Aber nein, anscheinend ist so Sicherheit nicht wichtig für alle Quellen. In der Sith-Flotte dienen Millionen von Soldaten und einige von ihnen handeln mit Informationen. Nicht einmal hochrangige Offiziere können eine kleine Spende widerstehen. Eure Eskapaden auf den Leviathan haben große Unruhen gesorgt. Natürlich hat Malak versucht, eure wahre Identität geheim zu halten. Es gab sogar einige Exekutionen, sozusagen zur Abschreckung. Aber selbst wenn man alle Aufzeichnungen zerstört, lästige Zeugen zum Stillstand bringen. Irgendwas sickert immer durch. Man braucht nur Geld, um die Puzzleteile zusammensetzen zu können. Wir wissen, was auf der Leviathan passiert ist. Wenigstens wissen wir genug. Ihr seid Darth Revan und ihr wollt Malak für seinen Verrat zur Rechenschaft ziehen. Das ist falsch, aber ich will ihn nicht aufhalten, weil wenn er was Falsches denkt, ist das nur ein Vorteil für uns, ne? Irgendwas hat es damit zu tun? Mein Partner und ich handeln mit überaus seltenen und mächtigen Artefakten. Waffen, Rüstung, einfach mit allem, was für einen Krieg gegen Malak und die Sith braucht. Oh, zeig mal den Krempel. Ich habe die Waren natürlich nicht hier. Das Material ist bei meinem Partner. Und wenn ihr genug Credits habt, gehört es euch. Schließlich wollen wir an der Sache verdienen. Geht einfach in die Kantine hier in Dresde. Sucht dort Rodianer namens Mika Dorin. Und die sagt ihnen, dass Seagram euch schickt. Hört sich ganz gut an. Mika erwartet euch schon. Sagt einfach, dass ihr die Premium-Objekte sehen wollt. So, das wär's. Lebt wohl, Revan. Und wenn ihr Malak vernichtet habt, vergesst nicht, wie mir euren Sieg verdankt. Als ob irgendwelche komischen Artefakte mir dabei helfen, ne? Wer ist das? Seagram. Hm. Aber schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Ich meine, wenn er das Weißen rausgekriegt hat, dann weiß es wahrscheinlich der Rest der Landschaft hier auch schon, oder? Naja, so viel ist ein Thema davon. Aber die werden ja in jedem Ort aufgetaucht, ne? Ist ja ein bisschen ironisch jetzt, dass das genau hier in der Sith-Akademie passiert und er sich laut darüber unterhält, dass sich bei den... Ja, vor allen Dingen der Besitzer, die Ebenhawk, dass es da vor drei andere Besitzer gab, ist doch auch interessant. Hieß es nicht auf Taris noch, dass die Ebenhawk Hand angefertigt wurde für David Kang? Na gut, hier, Lotse, deine scheiße Würze sind hier. Hier, ihr seid, habt Gewürz. Ja, ja, hier. Ihr habt es. Das sieht nach einer Menge aus, die Arik versprochen hat. Gut, hier, 1000 Credits gehören euch, wenn ihr mir das Gewürz gebt. Ich gebe denen den Scheiß einfach so, weil Geld brauche ich jetzt echt nicht mehr, ne? Hauptsache, ich kriege gute Machtpunkte. Ich will dir annehmen, das Zeug hin. Ihr sicher? Ungewöhnlich, Menschen treffen, der nicht an Geld interessiert ist. Aber wie ihr wollt. Bitte gebt mir das Gewürz. Mein Auftraggeber sehr zufrieden sein. Wie sieht es aus? Noch mehr verdienen? Vielleicht. Einfacher Kurierauftrag. Motto hat auf Tatooine wartet auf Kiste von mir. Das Gewürz ist Kiste seiner Bezahlung. Es ist völlig ungefährlich, solange ihr nicht versucht, Kiste zu öffnen. Sicher bezahlt Motto, was David versprochen hat. 2000 Credits, wenn ich mich richtig erinnere. Wo finde ich diesen Motter? In Anchorhead. Obwohl ich nicht weiß, wo. Genau. Er ist fett, wie er ist, nicht schwer zu finden. Was passiert, wenn ich die Kiste öffne? Ihr dürft die Kiste nie öffnen. Das hätte schreckliche Folgen. Also, was ist es? Eine Bombe? Es ist keine Bombe. Macht sie einfach nicht auf. Das ist alles, was ich sagen kann. Sie ist absolut ungefährlich, solange sie verschlossen bleibt. Warum bringst du es nicht selber? Solltet ihr ablehnen, bleibt mir vermutlich nichts anderes übrig. Aber ihr seid im Moment hier und habt Schiff. Es wäre nur logisch, Kiste. 3000 Kredits im Geschäft. Wenn ihr mehr wollt, regelt das mit Motto, nicht mit mir. Erster Auftraggeber. Bringt sie in. Ja, fällt schon lange wird. Okay, ich bin dabei. Sehr gut, meine Arbeiter werden Kiste auf ihm Hawk bringen. Dürft nicht öffnen. Ich muss gehen. Auftraggeber für euch entgegenkommen. Ist doch bestimmt eine Bombe, oder? Aber schade, es gab auch keine guten Machtpunkte davon. Ich hätte einfach das Geld nehmen sollen, ne? Die betrunkene Seite. Ernsthaft, ist der Name der Bude? Was wollt ihr? Wer seid ihr? Ich will unbedingt an die Sith Akademie. Ich bin sozusagen ein Anwärter. Sozusagen? Aha, warum? Tja, das ist die einzige Möglichkeit, ein Sith zu werden. In der Akademie lernt man, die Macht zu kontrollieren. Das Schöne eigentlich an der dunklen Seite ist, dass sie sich selber beibringt, ne? Warum nicht den Jedi? Wenn die Sith die Galaxis erobert haben, wird es keine Jedi mehr geben. Und da schlage ich mich lieber frühzeitig auf die Seite der Sieger. Ah ja, ich bin immer auf der Gewinnerseite. Chancen? Ganz gut, dachte ich. Aber ich bin jetzt schon seit Tagen hier und bis jetzt ignorieren mich alle. Aber vielleicht ist das ja ganz gut. Die Aufmerksamkeit, die die Sith einigen anderen Anwärtern geschenkt haben, war ziemlich tödlich. Ah ja. Und wie kommt man rein? Also eigentlich wissen wir das schon, ne? Wenn ich das wüsste, man muss wohl einen der Sith beeindrucken. Na, jedenfalls trifft Yuthura Ban die endgültige Entscheidung. Angeblich ist sie eine Twi'lek.
Sie soll eine mächtige Sith-Meisterin sein. Sie allein entscheidet über die Aufnahme der Anwärter. Okay, das würde zumindest erklären, warum hier so viele Twi'lek rumrennen. Wer ist das? Keine Ahnung. Okay, das hatten wir alles schon. Ja, die Klemme. Wer ist er? Wenn du in die Akademie willst, kannst du dich auf eine harte Zeit einstellen. Wir warten hier alle darauf, in die Akademie aufgenommen zu werden. Aber ich will nicht aufgenommen werden. Es sind relativ viele Rodianer hier, ne? Eine der wichtigsten Handelsrouten von Korriban hat über Taris geführt. Quicksave. Er ist bestimmt nur die Passag-Runden hier, oder? Ich grüße einen Mensch. Wie wär's mit Passag? Leider nur wenige Spieler hier. Bisschen Abwechslung, nicht schade. Fragen? Verschob mich mit Fragen. Mal ehrlich, wenn nichts vor, kleine Spießen spielen, dann lieber alleine. Wer ist er? Man nennt mich Toll Abka. Ich verdammt guter Passag-Spieler. Keine falsche Hoffnung. Na gut, tschüss. Hab ich keinen Pilot? Von was denn? Euch gehört die Ebon Hawk, oder? Mann, ich wünschte, ich könnte mal so einen Vogel fliegen. Ist Raumschiffe fliegen nicht unendlich langweilig? Also jetzt mal so rein betrachtet in der Sci-Fi-Welt. Weil an sich, so Raumkämpfe sind jetzt ja nicht unbedingt die Norm, ne? Wenn die hier so Typen... Stell dir mal Han... Ich hab den Han Solo-Film, die Serie nicht geguckt. Stell dir so einen Han Solo vor. Das Beste, worauf der hoffen kann, ist, dass er von A nach B fliegt, ohne dass ihn irgendjemand begegnet. Er hebt ab. Weil vor allen Dingen ist das so ein Raumschiff, die Dinger kamen ja in der Regel Antigravitation. Das Ding steigt einfach horizontal auf und gut ist. Das ist ja nicht über Aerodynamik oder so. Das Ding muss noch nicht gelandet werden. Also das ist ja so ein klassischer Jumbojet oder so. Der muss ja doch ein bisschen Präzision haben, damit der landet. Aber so ein Raumschiff, das ist wahrscheinlich... Das Ding kann ja einfach flach runterflammen, blab, steht. Fertig. Das Ding kann ja in der Luft stehen, ohne Probleme. Also zumindest können die das meistens. Also Raumschiff fliegen ist... Ich meine, das ist ja kein Kampfjet. Also ich glaube, langweiliger als Raumschiff fliegen geht's nicht. Wenn du nicht gerade irgendwie Kampfpilot bist, aber wenn du so Frachter fliegst. Ich glaube, das kann man auch komplett wegautomatisieren. Mikadorin. Ach, das ist der Barkeeper hier, der das die besonderen Artefakte hat. Und da hinten ist eine Küste. Ich weiß sowieso noch nicht, was das für Artefakte sein sollen, die er mir da geben will. Ich bin da nicht sehr geneigt, die einfach abzulehnen. Hallo, Kiste. 50 Credits, yay. Warum auch immer hier irgendwo in der Landschaft irgendwelche Credits rumstehen, ne? Quicksave. Also, hallo, Mika. Seid gegrüßt, Fremder. Ihr Besitzer von Ibenhaag, nicht wahr? Oder zumindest momentaner Besitzer. Ich freue mich, eine Bescheidenschaft zu machen. Mein Name ist Mika Doring, Manager dieser Einrichtung. Braucht ihr? Die Besitzer der Ibenhaag ist jederzeit in Dreschter Katina willkommen. Was weißt du, die Ibenhaag? Ich kenne nur Gerücht. Die Hawk ist häufig nach Korriban gekommen. Allerdings oft mit neuem Besitzer. Ich sollte fairerweise sagen, dass früher Besitzer für Schmuggler, Sklavenhändler und Piraten hielt. Man munkelt, dass einige für Tauschhändler arbeiten könnten. Aber ich fand, die Besitzer im Hawk anständige Bürger mit gutem Charakter waren. Leute, mit denen man gerne Geschäft macht. Zumindest lieber als mit Sis. Was hat er denn eigentlich gegen die Sis anzuwenden? Müsste das zumindest... Ich dachte mal, die Schmuggler haben auch so relativ großes Interesse an den Cis, weil ich meine, an sich ist das, umso weniger Moral ist es, umso besser ist es. Das Abschleichen in der Crewkammer ist sicher super. Ja, aber das ist die Frage, ne? Also je nachdem, wie dein Universum funktioniert, hast du ja... Und wie also gefühlt ist Star Wars Weltraumflug ist ja instant. Du gehst in den Hyperraum, bap, bist da. Wie auch immer die tiefere Lore hinter diesen Hyperraum kriegen und die Hyperraumrouten funktioniert. Dann hast du noch irgendwie das Ding, dass du zwar überlicht schnell fliegen kannst, dass es aber trotzdem irgendwie ein paar Monate dauert. Das ist noch so okay. Dann ist es ein bisschen wie so eine Schifffahrt. Das ist so ein bisschen die romantische Variante davon. Dann hast du wieder so Sachen wie... Aber wie hieß denn das mit den Spinnen? Ich kann jetzt genau null Sachen davon erzählen. Auf jeden Fall die Story war, irgendeine Familie fliegt irgendwie durch den Weltraum und Antioch ist, glaube ich, nur eine Touristenfahrt. Und dann sind da auch welche komischen Weltraumspinnen, dann crashlanden die da irgendwo. Dann wird der eine Typ irgendwie halb zur Spinne und am Ende reist eine Person in die Vergangenheit und verhindert die Reise. Das ist Lost in Space, glaube ich, heißt es. Ich glaube, es heißt sogar Lost in Space. Da dauert es ein bisschen länger mit dem Kälteschlaf, aber nicht ewig lang, also eher so Jahre. Denn da hätten wir noch Event Horizon. Also das, was gerne auch irgendwie als die inoffizielle Warhammer erster Warpflug-Variante gesehen wird. Also Warhammer 40k. Das ist auch nicht so die schönste, weil du fliegst da durch die Hölle. Das ist nicht so geil. Dann hast du noch den Gegenentwurf, wie zum Beispiel in Rimworld. Überlicht schneller Flug geht gar nicht. Du fliegst immer schön tucker, tucker, tucker hin. Und dann dauert es halt, wie es dauert. Und du gehst halt zwar in Kälteschlaf, aber wenn du... Sag mal, du fliegst irgendwo, keine Ahnung, in der fernen Weltraumkolonie, die 20 Lichtjahre entfernt ist, 20 Lichtjahre zurück, bist du insgesamt mindestens 40 Jahre weg, wahrscheinlich eher lang, weil du nicht die meiste Zeit in Lichtgeschwindigkeit fliegst, und dann wartet.
Und dann, wenn du wieder zurückkommst, sind 40 Jahre vergangen. Oder 60 sogar. Und du kennst niemanden mehr. Also in dem Moment, in dem ich dafür entscheide, ein Truckfahrer zu werden, lässt du deine ganze Vergangenheit hinter dir und du siehst nie wieder irgendjemanden, den du kennst, wenn nicht mitfliegt. Oder nur andere Truckfahrer, die zufälligerweise genau dann auch da sind. Obwohl, es gibt noch die dritte Variante. Du könntest tatsächlich ohne Crewkammer auskommen und immer nahe der Lichtgeschwindigkeit fliegen. Also mit 0,99C oder so kannst du ja immer lang ballern. Dann vergeht für dich vielleicht nur ein paar Tage, aber in Wirklichkeit vergeht außen Jahre wegen der Zeitdilatation. Das ist natürlich auch noch möglich, aber ist dann halt auch nicht so spannend. Na gut, geschieht hier irgendwas, was interessieren könnte? Kantine gehört der Terka Corporation. Freundliches Lokal, mag ich sehr. Ist sicher wie in Dreschter, wie sonst nirgends. Sis machen nämlich was wollen. Die Sis sind gegen andere nicht gerade zimperlich. Wäre mir sicher, wenn die Akademie woanders wäre, aber mich fragt keiner. Was weißt du über die Sis-Akademie? Sis bilden Studenten aus. Was lernen? Weiß nicht. Meisten Bewerber werden nicht aufgenommen. Viele sterben bei Aufnahmeprüfungen. Die Studenten kommen oft nach Katina. Manche schauen sogar andere Sis vorbei. Aber so ist Leben. Ich kann sie nicht rauswerfen. Ausgrabung? Nicht viel. Soweit ich weiß, darf niemand außerhalb der Sis in die Ruine. Was weißt du über die Sis-Akademie? Okay, gut, das hatten wir schon. Was weißt du über die Ignostikum? Sagt, dass ihr besondere Gegenstände kauft. Ja, gegen den Kriegsstab. Ja, an den richtigen Käufer. Normalerweise der Besitzer der Eben Hawk, mein Kontaktmann für Geschäfte. Aber Vergangenheit gehört der Besitzer immer zu Tauschhändler. Darum Seagram nicht früher aufgesucht? Wir wussten nicht, wer ihr seid und was wir Geschäft machen sollt. Das hat sich natürlich jetzt geändert, Lord Rewan. Ich bin froh, dass ihr endlich das Licht gesehen habt. Ich bin nicht der, für den mich haltet. Ich bin nicht mehr Rewan. Ich behalte es mal neutral, ne? Ich sage einfach mal direkt, dass ich nicht Rewan bin. Nein? Siegerinformationen stimmen immer. Wollt ihr sagen, dass ihr euch nicht an euren alten Schilder rechnen wollt? Ihr wollt Malak nicht vernichten? Ich werde ihn nicht aufhalten, aber nicht aus Rache. Meine Partner und mich interessieren Gründe nicht. Wir glauben an eure Macht. Wir glauben, dass ihr Malak stürzen könnt. Wir wollen euch eure Art unterstützen. Eure Motive sind sehr egoistisch. Natürlich. Wie können wir sonst überleben? Wollt ihr unsere Premium-Objekte ansehen oder braucht ihr noch etwas? Ja, zeig mir mal was über Premium-Objekte. Natürlich, Angebot euch sehr interessieren. Was hat er in dem Erhaltungskit? Was ist das denn hier? Laserschwerter? Also er verkauft mir einfach nur rote Laserschwerter. Stabilisatormaske? Rettungswaffe für alle. Ja, wow. Terbinphase? Immer nach dem Angriff der Sis plante Raxus Nulli. Bereits zu unterwerfen mehrerer Planetensysteme. Allerdings legten die System-Piraten wenig später in die Ketten und versteigerten seine Verpinbestände. Johann Kalters Energieanzug. Ich habe schon mal seinen Blaster. Interface-Visor. Dominator-Panzerhandschuhe. Stärke 5. Also wenn wir im Nahkampf wären, wäre der gut, würde ich mal sagen. Den kann ich mir nicht mehr leisten. Dieser funktionsfähige Prototyp eines Energieanzugs ist ein gewaltiger technischer Fortschritt. Die Dominator-Panzerhandschuhe verleiht ihren Träger eine unvergleichliche Macht. Ja, klingt gut, den kann ich ja nicht gebrauchen. Verfassung 4, also ein Lean-Stimulator. Geschicklichkeit 2. Dieser Gürtel macht den Träger hypersensibel gegenüber seiner Umwelt. Reflex- und Reaktionszeit nochmal erhöht. Der wäre vielleicht noch ein gordianisches Reaktionssystem. Schickigkeit 4, Aber ich habe das andere Ding, ne? Regeneration 2, Panzerverstärker. Verbesserte Energiezellen, bla bla. Passagkarte plus minus 1, wow. Ja, gut, also ich interessiere mich für nichts, was er im Angebot hat. Warte mal, kann ich ihn... Ich habe beruhigende Rührstelle fürs Parcours. Man sagt, dass Jäger auf eure Beschreibung passt, auf Tatooine Kreiddrachen erlegt hat. Bitte sagt mir, dass es nicht wahr ist. Was geht sich das an? Ich nicht neugierig sein fürs Parcours, aber Kreiddrachen ist wildes, gefährliches Tier. Ein Monster, das euch im Weg stehen könnte. Wenn euch etwas zustoßen sollte, werden ihr von einem solchen Tier verletzt oder getötet werden. Dann ist Malak nicht mehr aufzuhalten. Ich habe vorhin gar nichts Angst. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Ich schätze, wenn es Galaxie jemanden gibt, der das Bild übernehmen kann, dann seid ihr das. Aber wenn ihr weitere Wacke selbst bekannt unternehmen wollt, dann solltet ihr ein paar Waffen und Rüstung aus meinem Lager mitnehmen. Fragen? Frühere Besitzer. Ich weiß nur wenig über Besitzer. Meistens gehören zu Tauschständer und lassen uns nicht nur so viel wissen wie nötig, um Geschäfte zu machen. Aber das Schiff, gut bekannt. Besonders hier auf Korriban. Einige sagen, es war erstes Schmugglerschiff in diesem Sektor. Andere sagen, es sei verflucht und bringt Unheil. Was? Niemand schreit, dass die Hawk ein gutes Schiff ist. Lange erfolgreiche Schmuggelgeschichte. Aber Besitzer ist es nie gut ergangen. Nehmt David Kang. Soweit ich weiß, letzter Besitzer. Planetaris seine Heimatwelt und von Sis völlig zerstört. Das kann man nicht als glückliche Fügung bezeichnen. Und wäre Kang noch da, wäre Taris trotzdem weg. Es ist unwahrscheinlich, dass ihr das Schiff verkauft habt, oder? Ich weiß, dass ihr es nicht gekauft habt. Diese Ereignisse hängen eher mit dem Besitzer als mit der Ibu Hawk zusammen. Ja, ein Sis-Wort hat wohl keine Zeit für Flüche. Ihr steht wahrscheinlich weit über diche Dinge. Ich würde euch nicht zu nahe treten. Ich wollte nur, dass ihr über die Hawk gehört habt. Kann ich sonst noch was tun? Nee, danke. Das
Ich muss mir, glaube ich, ein anderes Sprechschema für die Dings, für die Rodianer überlegen. Das geht mir ganz schön auf den Sack. Gerade bei längeren Dialogen immer dieses Stopp-Dingsbums. Das nervt. Na gut, ich würde ja durch den Ausgang jetzt gehen, aber die Zeit ist ran. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann tatsächlich draußen vor die Tür treten. Und dann schauen wir mal, was die Sith Akademie uns zu bieten hat.